Hallöchen und willkommen wieder zurück. Wir befinden uns auf dem Hamburger Dom. Ja, der Frühlingsdom hat jetzt schon etwas länger angefangen. Sind gerade angekommen, der Dom hat zwar noch zu, aber wir können halt gleich jetzt ins Hotel einchecken. Deswegen gucken wir uns das nochmal ein bisschen an, wie man es auch von mir kennt. Und ich finde tatsächlich, dieses Jahr ist die Beschickung vom Frühlingsdom so geil. Also meiner Meinung nach, ich finde, das ist immer Geschmackssache. Und hier auch der Jekyll and Hyde von Thelen aus Paderborn. Excalibur von Bruch, auch hier in Hamburg, das erste Mal. Und die haben richtig schön auf jeden Fall alles dekoriert hier vorne. Überall diese Holzspäne hingekippt, ein paar Bäume hingestellt, ein Drachenei hier vorne. Die Hamburg-Flagge hängt hier dran, auf jeden Fall sieht das richtig, richtig schön aus. Und von der Excalibur weitergegangen, kommt man hier zu dieser kleinen Fressmeile, wo schon direkt das nächste Highlight steht, was auch jedes Jahr immer aufs Neue auf dem Dom ist. Das ist der Dancer bzw. Domdancer. Und mit dabei haben wir auch den Topspin Fresh von Decker und Shark. Ja, das ist ein schöner Topspin. Wir drehen jetzt hier nochmal unsere kleine Runde über den Dom, das Heiligen Geistfeld, und dann melden wir uns später noch. So, oh, scheiße. Der Dom hat seit einer Stunde auf. Wir haben, ich glaube, 16 Uhr. 15:58 in 2 Minuten haben wir 16 Uhr. Los. Denn der Justin wartet auch schon auf mich am Jekyll and Hyde. Oh, hab ich Bock, endlich wieder. Und ist ja natürlich klar, wenn ich auf eine Kirmes gehe, dass es dann anfangen muss zu regnen. Ey, ich könnte kotzen, was ist das? Der auf jeden Fall ganz cool ist. Gleich beim Jekyll and Hyde, wenn da noch ein bisschen mehr los ist, gehe ich da mal zum Justin. Aber jetzt ist halt Regen und da wollen die Leute halt nicht. Ja. Und deswegen ist halt nicht so viel los. Der Justin. War auf jeden Fall ziemlich langweilig. Ich habe ja nichts gegen Langenscheid, aber es wurde null rekommandiert. Nicht ein Wort wurde ins Mikro gesprochen. Also, das geht ja gar nicht. Man kann ja gar keine Reko. Also, da war nichts. Und jedes Mal, wenn ich auf eine Kirmes gehe, ist einfach Scheißwetter. Junge, es regnet wirklich am Stück. Das ist so scheiße. Ich bin komplett klitschnass.
Jetzt sind wir zum Hotel zurückgelaufen und trocknen mal ganz kurz. Ich habe keinen Bock mehr bei Regen, es ist einfach scheiße. Ich habe mir jetzt hier so eine Milchschnitte geholt und die kostet 2 Euro. Und ja, die ist halt so mit Schokolade. Für 2 Euro kann man das mal machen. Wir sind jetzt hier am Evolution von der Familie Fackler. Neue Premiere und das hier sind die eigentlich On-Ride-Video-Bildschirme, aber die sind gerade defekt und deswegen gibt es das hier leider nicht. Normalerweise schon, ja, aber ein paar Probleme sind okay. Es sind auch keine Kameras dran. Ja, ich finde das Geschäft ganz schön. Kann man mal machen. Wir gehen jetzt nochmal auf den Hamburger Dom und fahren jetzt nochmal ein bisschen was, ein paar On-Rides, Off-Rides, ihr kriegt gleich nochmal ein paar Impressionen und dann war es das auch. Ja, das ist der Hamburger Dom gewesen, war auf jeden Fall richtig cool und dann sehen wir uns morgen, denn dann geht's nach Bremen auf die Osterwiese. Und da sind wir angekommen in Bremen. Ja, so schnell geht das. Wo hier diesmal die Osterwiese stattfindet. Und ist ja klar, es regnet. Wir laufen jetzt zur Osterwiese. Da wartet schon der liebe Aaron auf mich, den ihr gleich auch mal kennenlernen werdet. Und da sitzt der Aaron. Da ist er. Da ist er. So, jetzt sind wir hier auf der Osterwiese, da ist der Aaron. Hallo. So, wir sind hier bei der Crazy Mine von Jansen, glaube ich. Wie hieß die vorher? Crazy Mouse, ne? Ja, Happy Traveler, bist du eine Stunde gefahren. Hat sich gut ausgehalten? War super. Wo sind wir jetzt hin? Da? Okay, gut. Gehen wir mal da hin. Und wo sind wir jetzt? Breakdance, glaube ich. Achso. Ja. Wir sind hier in so einem Breakdance. Das Geile ist, es regnet nicht. Es ist einfach trocken, Junge. Es ist trocken. Jetzt machen wir eine Runde Breakdance. Ja. Ja. Na gut? Breakdance ist echt heftig. Ja, also die Körmanns sind auch wieder hier auf der Osterwiese. Waren die letztes Jahr auch hier? Ja. Ja, waren letztes Jahr auch hier. Genau da oben. Auch genau da? Okay. Ja, auch an alles Bescheid. Jetzt gehen wir erstmal zum Bahnhof. So. Ich habe mir eine Salami-Pizza geholt. Was hast du dir geholt? Margarita. Margarita-Pizza. Jetzt will der liebe Aaron gleich nach dem Aufsnacken live gehen auf TikTok. Könnt ihr mal vorbeischauen, wie heißt du? Mach mal ein bisschen Werbung. On-Rides mit Pauntauschstechen. Guckt einfach in die Videobeschreibung, ist wahrscheinlich einfacher. Und jetzt? Ja, essen wir erstmal. Gut. Wir haben jetzt aufgegessen, jetzt fahren wir erstmal eine Runde Breaker. Da ist die Claudia. Ja, wie fandst du die Fahrt bei Dreher? Ja, gut war's. Das war's auch schon wieder komplett. Also ich fand die Fahrt nicht so geil. Also, ja, jetzt eine Runde Hurricane. Bin ich auch noch nie gefahren, keine Wir gehen jetzt wieder Richtung Hotel. Wir waren jetzt wieder ein bisschen auf der Osterwiese noch mit Familie unterwegs. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht mehr so viel gefilmt, nachdem Aaron nach Hause gegangen ist. Ja, im Großen und Ganzen war es das jetzt. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Eindrücke aus Hamburg und Bremen sammeln können. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Vlog. Bis dahin und tschüss.